Ja, moin moin meine One Piece Freunde, heute geht's weiter mit Long Ring Long Land Teil 2 und ja, wir haben das letzte Mal angefangen, die Yute Story Insel zu spielen, haben zwei Gems bekommen, aber leider kein Charakter oder kein Candy, sehr sehr viele Colas haben wir auch bekommen und ja, schauen wir einfach mal, wie es heute läuft, ob wir irgendwie ja, Luck haben oder ob das Spiel sagt, nein Tobi, du erstmal nicht mehr. Schauen wir einfach mal. Ich bin gespannt. Ich weiß auch nicht, wie viel jetzt noch kommt. Ich kann ja eigentlich hier mal ein bisschen gucken. Wo sind wir denn eigentlich? Achso, wir sind jetzt gerade bei diesem komischen ja, Ballspiel da mit diesen Riesen da, genau. Achso, das war auf jeden Fall richtig geil. Hat mir im Anime auch gefallen. Ist zwar wie so ein kleiner Füller gewesen, würde ich das Sache mit Foxy oder so. Aber... ja, ich sag mal, einmal kann man sich's angucken, jetzt unbedingt wieder angucken, brauche ich es jetzt auch nicht. Ich freue mich umso mehr auf Water 7, also das war so richtig geil, wo das damals auf RTL 2 sozusagen in den Fernsehen kam. Oh, die neuen Folgen, das war so geil, da war ich nur noch klein und das hat mich damals dort alles irgendwie überfordert. Die ganze Sache dann mit Robin und so. Mit der CP9 und was da nicht noch alles auf uns zukommt. Ich habe das auch beim ersten Mal alles gar nicht verstanden, ganz ehrlich. Und oh, wen haben wir denn da hinten? Alter, oh shit. Hätte ich mir lieber aufheben sollen, meinen roten, meinen Newton Arlong. Aber naja, er greift uns ja noch nicht an. Ich weiß gar nicht, wer heißt. Ich weiß gar nicht, wie die alle hier heißen. Weil ich das, wie gesagt, oh, das ist so lange her, seit ich das zuletzt geschaut habe. Und heftig einfach nur. Einfach nur heftig. So, Stronghold, er ist haut rein. Seht ihr das, dass er mit roten Haki angreift? Dass das mal nicht irgendein Spoiler ist, ganz ehrlich. Das war doch so, wo die hier so übelst beschissen haben bei dem Spiel. War das nicht so? Da hatten die doch übelst beschissen mit Waffen und so gespielt. Der Schiedsrichter hatte sich immer weggedreht. Und all solche Sachen hatten es doch da gemacht, Alter. Und trotzdem haben die Strohhüte dann gewonnen, Alter. Das war auf jeden Fall sehr, sehr nice von denen. Und kommt auf, haut drauf, Mann. Der scheißt uns auch bloß immer. Mann. Start der Drop wirklich. Das wäre zu geil gewesen. So, come on, Baby. So, den noch. Und perfekt. Oha, was kommt jetzt? Schauen wir einfach nochmal. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Boah, ich habe das letzte Mal über Ostern. Ach, hier wollte wieder einer bescheißen, oder? Das war doch so eine Stelle gerade. Was kommt denn jetzt? Die bescheißen da jetzt gerade, oder? Nee, das. Naja, egal. Komm. Nee, ich habe das letzte Mal über Ostern. One Piece Film Z habe ich geschaut und Strongvault, Alter. Erstens war eine richtig geile Grafik, muss ich dazu sagen. Und zweitens, boah, Alter, die Filme waren richtig geil. Haben mir richtig gut gefallen, ganz ehrlich. Empfehle ich euch auf jeden Fall, wenn ihr die Möglichkeit habt, die irgendwo zu gucken, Alter. Und ich hatte ja auch das letzte Mal, ja, Episode of Sabo habe ich geguckt. Und habe... oh, jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Tackling. Okay. Er greift mit der Keule an. Er bescheißt. Die kleine Kacksau. Was fällt dir eigentlich ein? Dafür werde ich dich jetzt vergewaltigen mit meinen Arlong, Alter. Einfach zu geil. Komm, ich hau gleich mit Arlong als erstes drauf. Oh. So, so schnell nicht. Okay, der ist auf jeden Fall schneller down. So, er greift nochmal an. Er ist gar nicht in die Down-Phase gegangen und naja, komm. Weil du ihn gelockt hast, puste ich dich mit ihm weg. Und ja, da habe ich Episode of Sabo geguckt und da wurde mir in die Kommentare geschrieben, wo hast du es denn geguckt? Ich habe es noch nicht geschaut, ich würde es auch ganz gerne mal anschauen. Und ich habe damit kein Problem. Ja, da einfach mal eine Seite zu verlinken oder direkt, wie gesagt, schaut unten einfach mal, ja, vorbei. Bei mir sozusagen in der Videobeschreibung, da sind halt verschiedene Links von mir, von Facebook, Twitter. Ja, auf jeden Fall mir followen, Alter, wenn ihr,
wenn ihr Twitter habt, Mann. Ich feier Twitter einfach, das ist einfach zu geil. So, komm. Oh, wir kriegen schon wieder einen Champ. Das ist jetzt sozusagen unser dritter Champ, den wir jetzt in der Story kriegen. Das finde ich auf jeden Fall schon mal nice. Haben wir noch einen kleinen Orb-Changer. So muss das sein. Mal sehen, ob man jetzt die ganze Sache... Ach, wir haben noch gar nicht gewonnen. Es gibt noch ein Teil 2 mit denen jetzt hier. Mit diesem komischen Ballspiel. Alles klar. Warum denn nicht? Ich finde es geil. Nee, aber Episode of Sabo richtig geil. Habe ich richtig gefeiert. Prinzipiell gibt es ja die geilsten Momente nochmal mit Ruffy, mit Sabo und mit Ace, wo die klein waren. Und dann noch so ein kleines... ja, man sieht halt ein bisschen mehr von Dressrosa noch, was halt Sabo und so da noch getrieben hat und so. Dann die geilsten Stellen von Dressrosa sieht man da noch. Ist einfach geil. Und das ist eine richtig geile Qualität, wo ich euch das da unten verlinke. Also Full HD for the win, sag ich mal. Der droppt mir ein schäbiger Geldsack. Alles klar. Sehe ich so bedürftig aus, dass ich... Oh! Das ist dieser komische Fischmensch da. Was macht er? Das glaube ich nicht, oder? Für 4 Runden kann ich jetzt nicht mehr perfekt skippen. Was fällt denn ein, der kleine Lacker? Der denkt wohl, der kann mich verarschen, Alter. Es gibt trotzdem perfekt. Ja, ich gebe ihm trotzdem seine eigene Medizin. Wobei ich mir eigentlich noch ein bisschen Zeit lassen müsste, wenn ich das hier so sehe. Wenigstens noch eine Runde. Ja, dass ich dann halt wieder perfekt skippen kann. Was denkt der von mir, Alter, der kleine Lacker? Das glaube ich doch wohl nicht, ey. So, eine Runde können wir jetzt nicht perfekt skippen. Aber, na komm, wir machen trotzdem das Beste draus. Wir sind dennoch stark genug, um die One-Hit wegzumachen. Wobei ich sagen muss, ich habe dennoch eigentlich gut geskippt. So, wir dürfen wieder ran. So. Und mit dem Twang und Perfecto Mundo. So, jetzt kriegen wir wieder einen Jam. Überspringen wir. So, was lädt es denn? Bosskampf, wer kommt? Jetzt kommen sie alle drei, oder? Na komm. Es kommen tatsächlich alle drei. Okay. Und, oha, oha. Er lockt mir wieder ein, oder? Er gibt mir scheiß Orbs. Und was macht er? Na, oder? Was ist denn das jetzt? Das hat der gemacht. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Komm, wir greifen erstmal den blauen an. Weil ich denke, ich mal den am meisten Damage mache. Durch meine ganzen grünen hier. Oha. Da muss ich aufpassen, Alter. Der große haut bestimmt ganz schön drauf. Ich habe solche Kack-Orbs, Alter. Alles klar. Die kleine Saftratte, Alter. Glaube ich doch nicht. Oh, fuck. Ich habe ihn leider nicht down gemacht. Okay, jetzt kriege ich Orbs. Da hebe ich mir das mal schnell auf. Komm, da greife ich erstmal mit den Grünen an. Mach hier. Oh ja, endlich. Ich mach wieder Damage. Perfekt. Ja. So läuft das. So, jetzt bin ich. Boah. Mit einer Axt gibt er mir. Alter, der Schiedsrichter sieht sie nicht. Ich glaub's nicht. Komm her. Kleiner Sack. Okay, ich hau natürlich auch mit Schwertern drauf. Aber stirbt das auch. Er hat als erstes beschissen. Wenn der mir hier eh mal einen blauen Orb geben würde, wäre der ganze Spaß schon zu Ende. Bin ja mal gespannt, was der Foxy, der macht dann seinen schäbigen Slowbeam, Alter. Wie gesagt, ich habe das schon mal gesehen bei Kein Astronaut, Alter, wo der den gefahren hat. Da hat er ja auch unnormal viele Runs gemacht, um den Foxy gedroppt zu bekommen. Ich brauche den Foxy nicht, also ich weiß auch gar nicht, was der für Fähigkeiten hat. Könnt ihr mir ja ganz gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, ob es sich lohnt, den zu farmen oder ob das Ding entsprechend nur, ich sag jetzt mal, für ein Pokédex ist. Ja. Also wie gesagt, ich brauche ihn jetzt nicht. Wäre mir auch neu, ganz ehrlich, dass er jetzt irgendwie was Geiles irgendwie drauf hat oder so. So, jetzt sind wir in der Stage 9. Ich bin gespannt, wie viele noch kommen. Schauen wir einfach mal. Anti-Despair haben wir jetzt gekriegt. Brauche ich auch nicht. Umchi, Leute, Umchi. Ich bin mal gespannt, wann ich das Video wieder hochlade. Wie gesagt, es werden jetzt in nächster Zeit werden öfter Story-Dinger kommen. Weil jetzt gehe ich erst recht an die Story ran. Weil ich wirklich auf den aktuellen Stand kommen möchte. Wegen der Sunny ganz einfach.
die will ich so schnell wie möglich haben, weil die löst nämlich dann die Mary Go sozusagen, die Flying Lamp löst die dann ab. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich weiß noch gar nicht, was die jetzt so viel besser macht. Ich weiß, die macht irgend so einen komischen Angriff, macht die Sunny. Wo du, ich glaube, 15 Runden oder so stallen musst. Und dann macht die so ein Cool Boss oder ich weiß nicht, wie es heißt. Halt sozusagen wie im Anime, da kann die halt auch so einen komischen Strahl abfeuern, so eine Kanone. Das macht die halt dann hier auch im Spiel. Was die Stats her angeht, das kann ich euch leider noch nicht sagen, was die alles so treibt und ob die vielleicht auch noch besser sind, ob die dann einen besseren ATK-Boost oder einen besseren HP-Boost gibt irgendwie. Sehen wir ja dann alles, wenn es soweit ist. Oder der eine weiß es natürlich und er schreibt es mir jetzt in die Kommentare. Das würde natürlich auch gehen. Und ich muss schon sagen, ganz ehrlich, ja, wenn ich jetzt hier, das ist ja der zweite Part, ich nehme das ja an ein Stück auf, den letzten Story-Part und den jetzt hier. Wenn man die ganze Zeit so redet, und hier, Alter, kriegt man ganz schön trockenen Mund. Nicht falsch verstehen, die Leute verstehen immer alles schnell falsch, Mann. Heftig. So, oha, die halten ganz schön was aus, muss ich dazu, was macht der? Nein! Okay, also ich mache jetzt mit Dex weniger Damage. Ich mache gar kein Damage, alles klar. Mache ich es halt so. Es fällt dir ein. Oh, fuck. Total verskippt, weil ich mit meinem Handy an den Tisch gehauen habe. Vielleicht hat man es ja auch gehört. Was macht er jetzt? Oh, jetzt mache ich noch... Ey, die sind gar nicht so schlecht hier, die Leute. Die sind gar nicht so schlecht. So, der muss jetzt weg, Alter. Okay, der ist schon mal weg. So, was macht der jetzt wieder? Heft? Oh, shit, Alter. Ja. Auto-Healing. Boah, Alter. Boah. Ja, okay, die waren eh nicht so angeschlagen. Deswegen ist das eigentlich egal. Komm, Alter, ich muss endlich mein Mihawk wieder ready kriegen. Deswegen hebe ich mir meinen Orb jetzt auf jeden Fall auch auf. Alter Schwede, Alter, jetzt wird's nochmal richtig eng hier. Alter, die werden ja jedes Mal wieder geheilt. Heftig. So, jetzt muss ich aber draufhauen, Alter, ey. Komm, was wolle. Jetzt machen die mich hier fertig. Er greift wie... Oh, shit, Alter, ey. OMG. Also, ob ich das jetzt so schaffe, ganz ehrlich, das wird richtig hart. Das wird richtig hart, Leute. Jetzt muss ich mich bitte konzentrieren. Oh, nein! Oh! Oh! Alles klar, Junge! Da hat er mich fast rasiert, Alter. Ey, die haben so viele Debuffs rausgehauen. Damit hätten sie mich jetzt fast gekriegt, Alter. Ey, heftig! Alles klar. Alles klar. Der Schwierigkeitsgrad zieht allmählich an, wenn ich das so sehe. Finde ich eigentlich, in der einen Art finde ich es natürlich auch geil. Ich fand es natürlich Comeback, Alter. Das kannst du laut sagen. Das war jetzt auch ein richtiges Comeback, Mann. Was ich hier gemacht habe. Ey, heftig. Ey, das war richtig heftig. So, come on. So, jetzt habe ich auch Auto-Healing, Alter. Das wäre natürlich eventuell jetzt im Endkampf wäre das gut. Weil da wäre ich auf jeden Fall wieder Runden stallen. Weil ich nicht weiß, was der Jute Foxy dann alles treibt und Böses macht mit mir. Weil der macht auf jeden Fall seinen komischen Slowbeam, aber ich weiß nicht mehr, was er direkt, ob der gelockt hat oder sowas. Ich weiß nicht genau, was er gebracht hat. So, wir sind auf dem Schiff von Foxy, gehe ich davon aus. Schauen wir einfach mal. Ich weiß nicht, was war wieder passieren? So muss das sein. Hat das Schiff gerade gewackelt im Hintergrund? Sah so aus. Wäre auf jeden Fall mal richtig geil. So, jetzt läuft. Also, wenn ich jetzt mich direkt drauf konzentriere, hier auch perfekt zu skippen, läuft das eigentlich alles schon ganz gut. Natürlich, jetzt kommt der typische Profi-Effekt wieder. Wie soll es auch anders sein? So, come on. Please.
Habe ich natürlich jetzt mit den Falschen angegriffen. Gerade sehr, sehr doof gelaufen. Aber naja, komm. Shanks, hau ihn weg. Er überlebt. Alles klar. Die haben eine richtig krasse Verteidigung hier. Das merke ich auf jeden Fall. Gucken wir mal so. Shit, ich dachte, ich greife den oben an. Okay, egal. Perfekt. Ey, bis jetzt haben wir eigentlich bis auf die ganzen Colas, was wir das letzte Mal eigentlich alles so gekriegt haben, haben wir nichts besonders Gutes gedroppt gekriegt. Und ich verskipp so kacke, Alter. Nein. Oder? Mache ich wieder weniger Damage, Alter. Okay, nur die Runde. Okay, dann kann ich mit leben. So, perfekt. OMG, schon wieder. Oh, war das nicht eigentlich auch im letzten Part, dass hier der Stromsparscheiß da anging? Alles klar, ich muss eventuell mal drauf achten, dass... Oh shit, Foxy ist schon back. Dass ich eventuell... Und es droppt eine schäbige Krone, alles klar. Dass ich eventuell mein Handy mal aufgeladen habe, wenn ich hier jedes Mal so ein Story-Ding mache. Was macht denn jetzt da? Ein Schutz gibt das ich. Ach man, diese scheiß Despair-Kacke, Alter. Und das drei Runden, Mann. Das macht er also, Alter. Das würde er also sozusagen bestimmt auch im Endkampf machen. Kleine miese Dreckspisser. Geh mir nicht auf den Sack, Mann, Alter. So, okay. Wäre ich auf jeden Fall. Also den Orb werde ich mir aufheben. Den werde ich mir auf jeden Fall aufheben, wenn dann der Despair da wieder weg ist. Alter, der haut auch ganz schön zu, muss ich dazu sagen. Schon kleiner Lacker. So, in der nächsten Runde darf ich nicht Kacke skippen, auf jeden Fall. So, jetzt hau ich drauf. Komm mal, was ich wollte. So, oh, Mann, Alter, ich skippe hier schon den Käse zusammen. So, oh shit, was macht er jetzt? Ja, macht seinen Slow Beam, okay, was macht er? Er lockt. 10 Runden, alles klar. Naja, okay, ich habe meine Ace noch. Kann ich mit leben. So. Und dass ich natürlich hier wieder so eine doofe Kiste gedroppt gekriegt habe, Mann. Ah. Battle, ja, die dritte Runde. Und da geht's jetzt nur schon ins Finale oder so. Ich weiß nicht, wie viele Runden. Ey, dass er ihn jetzt 10 Runden. Okay, er hat ihn Gott sei Dank nur gelockt. Wenn er ihn jetzt 10 Runden so disperrt hätte, finde ich persönlich jetzt ein bisschen schlimmer. Marathon haben wir gekriegt. Für was man den Titel braucht, ich habe keine Ahnung. Aber ich muss mich ein wenig beeilen. Runde 11. Es gibt einen neuen Jam, okay. Ich will auf jeden Fall einen Max Mihawk, okay. Ob. Okay, der ist Max, okay. So, jetzt tue ich ein bisschen stallen. Wie gesagt, ich will mindestens die Mihawks will ich ready haben. Ja, und dann schauen wir einfach mal. Ja, wie es läuft. Also, Enel war auch... Hat auch gut Damage eigentlich im Großen Ganzen gemacht. Und wenn der Foxy hier die Leute so dispert, Alter, ist auch richtig ätzend. Also ich versuche mich nicht treffen zu lassen, aber ich versuche alle Runden zu stallen, so gut wie es geht. Auf jeden Fall. Jetzt bräuchte ich natürlich den mit dem Auto-Healing, was wir vor uns hatten. Das wäre natürlich jetzt richtig nice. So, flieg den gleich weg. Okay, nächste Runde den und mit den Grünen hauen wir den auf jeden Fall weg. Leck. Dritte Runde. Ich muss gucken, dass ich ein paar Runden stallen kann. Hier kann ich auf jeden Fall ein bisschen was. Perfekt. Krieg ich 3 Runden. Ist natürlich jetzt leicht Concentration, weil es geht ja jetzt auch um den Endkampf hier. Und ja, Alter, wie mir hier einfach alles immer mit dem Slasher-Team macht. Der ist ein Slasher-Team ist so übermächtig, ganz ehrlich. Ist echt übermächtig, kannst du dazu sagen. So, hau den noch weg. Perfekt. Da
kriege ich hier auch wieder 3 Runden. Das läuft auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich habe natürlich hier heute kein Lore dabei, also ja, möglichst die Orbs ein bisschen aufheben. Kann mir auf jeden Fall nur recht kommen. Wobei ich auch sagen muss, wir werden bestimmt jetzt hier nicht immer so durchkommen. Ach so, es geht hier schon los, okay. Faceborn, was macht er? Oh, da waren die Orbs weg. Alles klar. Okay, hier können wir bitte uns noch... Oh, shit. Oh, okay. Mach den hier erstmal. Okay. Auch wenn es nur 300 noch was sind. Es ist... Oh, shit. Ach, komm. Ist natürlich besser als nix. Also von der HP her, was wir hier kriegen. Grüner, komm, die kriegen auf jeden Fall eine weg. Okay, jetzt sind 2 Runden. Okay, hier kann ich so perfekt angreifen. Ich sag mal, wenn wir die Fähigkeiten von Mihawk haben, denke ich mal, geht das schon. Ganz easy, würde ich dazu sagen. Hoffe ich zumindest. Ich denke mal, ich werde sie aber noch nicht gleich am Anfang einsetzen, weil der bestimmt wieder locken tut, wenn er die Hälfte runter ist. Und wenn ich ihn da nicht down kriege, ist auch ein bisschen doof. Deswegen werde ich ihn möglichst zu der Hälfte hauen, sage ich mal. Und dann werde ich die Fähigkeiten aktivieren. Ich versuche jetzt noch Alon fertig zu kriegen. So, hier können wir natürlich noch eine Runde machen. Ich habe natürlich jetzt schon ein paar Orbs, richtig geile Orbs. So, bis jetzt kriegen wir aber in den Bosskämpfen, hier hat man eigentlich auch immer die beste Möglichkeit, Candies zu bekommen. Wir kriegen natürlich nichts, wir kriegen keine Candies. Das kann nicht wahr sein. So, jetzt versuche ich Orbs zu bekommen. Oh shit. Ja, komm. Alles klar, Alter. Sie rasieren ihn einfach mal. Ich habe so schnell geskippt. Und sie rasieren ihn einfach mal. Sie einfach zu heftig sind. Ja, okay, dann nimmt mir. Ob der mir jetzt die Orbs wieder wegnimmt. Ah, er lockt, oder? Ah, alles klar. Oh, und er macht auch noch so eine Scheiße. Yes, Shanks ist gleich bereit, Mann. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr geil. Ich würde ganz gerne mal wissen, wie viel Damage er macht. Deswegen, ich lasse ihn mal schnell. Ich sitze einfach mal die 3 Runden jetzt aus. Und genau, da kann ich ihn ja dann richtig reinhauen, Alter. Weil Mihawk ist ja dann auch schon bald soweit. Außer er gibt mir wieder. So. Jetzt müsste es doch eigentlich soweit sein, oder? Perfekt. Oh, das ist doch nice. Das ist doch nice. Komm, lass den mal schnell aktivieren. Ich hoffe nicht, dass er mich jetzt wieder locken tut, weil ich greife jetzt einfach mal so random an und hoffe nochmal, dass ich jetzt ein, zwei Orbs kriege, die mir jetzt noch fehlen. Bitte lock mich nicht. Perfekt. So, so greife ich jetzt an. So, und versuche jetzt bestmöglichst alles rauszuhauen. Grün da. Red da. Ach komm, lass du einfach. Egal, lass einfach so. Ich versuche. Komm, ich sag gleich alles oder gar nichts. Mal sehen, wie viel Damage der jetzt macht. Ich finde die Attacke so geil von Stronghold Shanks. Okay, war halt jetzt nicht allzu viel. Eigentlich ist besser, wenn ich erstmal die hätte rausgehauen. Weil die cutten nämlich sein Leben enorm. So. Perfekt. Along noch. Und mit Shanks muss ich auf jeden Fall als letztes angreifen. So, würde ich sagen, hau mal drauf. Kleinen Orb-Boost. Oh, perfekt. Läuft. Und der droppt nicht. Nein. Warum nicht? So, ich skippe das alles mal weg. Ich gehe mal davon aus, war bestimmt der Endkampf. Schade, das wäre zu geil gewesen, ey. Ey, wenn jemals so ein Bossgegner von so einer Insel mal random droppt, Alter. Ey, feier ich so sehr, Alter. Das glaubt mir mal. So, okay. Ich würde sagen, es lädt. Das war bestimmt jetzt der letzte Kampf, oder? Ja, XP, ganz gut.
Also haben wir 4 Gems haben wir gekriegt. Dann müssten wir doch jetzt eigentlich, wenn wir jetzt fertig sind, ich überspringe das einfach mal alles. Genau, wir sind fertig. Da haben wir eigentlich im Grunde jetzt 9 Gems gekriegt. Perfekt. Das finde ich geil. Okay, da bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr bis jetzt zugeschaut habt. Das nächste Mal geht's weiter mit Water 7 und ja, sag, schaut's rein und du liebst zum nächsten Mal.